damit heiße ich euch willkommen zurück bei Eternal Darkness Sanity's Requiem. Bei der letzten Folge haben wir mit Anthony weitergespielt. Wir haben viel erlebt. Wir haben einen Mönch vor Untoten gerettet, haben dafür ein zweihändiges Schwert erhalten. Davor auch ein Skrammersachs, ein einhändig geführtes Schwert erhalten, nachdem wir unten in den Sarg geschaut haben. Wir haben das erste Mal gezaubert, die ersten Kodexe, die ersten Runen gefunden und sind verfallen, weil Anthony ja bekanntlich verflucht ist. Durch den Zauber in der Schriftrolle wird er von Zeit zu Zeit von merkwürdigen Krämpfen geplagt und ich habe nochmal nachgeschaut. Er sah bei jedem Mal entstellter aus, jedes einzelne Mal. Und jetzt schauen wir mal weiter. Wir sind gerade hinter dem Bischof her, den sollten wir erst informieren, dann haben wir erfahren, dass er wahrscheinlich böse ist, weil er ein böses Feuer in seinen Augen hatte. Und ja, wir sind jetzt hier in diesem Raum. Hier ist der Stein, wo hier eine Tür ist, und der ist ja schon verschwunden. Und wir haben auch die beiden Urnen schon zusammengesetzt, wir müssen die allerdings noch füllen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal zurück. Hier sieht man es schön. Anthony ist total entstellt. Ich laufe jetzt hier auch. Hier ist ja nichts gewesen. Und hier müsste ja gleich die Quelle sein. Genau. Hier war ja nichts mehr. Deswegen, ich fülle jetzt hier mal die beiden Urnen. Einmal die grüne, einmal die blaue Urne. Was? Wir können sie jetzt nicht benutzen. Wieso nicht? Wahrscheinlich jetzt. Ja. Die Urne wird gefüllt mit aus der tauliche riechenden Quelle und ist komplett bis zum Rand eben mit der Flüssigkeit jetzt voll, was auch immer da drin ist. Die ist jetzt schwerer und ja, voller Gestank, also richtig widerwärtig. Eine gefüllte grüne Urne. Ist ja wahrscheinlich kein normales Wasser hier, also zumindest höchstens fauliges Wasser. Die zweite füllen sie auch. Jetzt gehen wir zurück und werden diesem Bischof mal folgen weiter. So, jetzt sind wir hier wieder in dem Raum drin. Gucke ich nur mal kurz, ob es aufgenommen wird. Ja, wird es. Sehr schön. Und ich will mich hier nochmal kurz umschauen, bevor ich gehe. Hier waren ja diese unaussprechlichen Schriften, diese ganz bösen Bücher. Hier war aber letztes Mal der erste Zauber drauf, die erste Schriftrolle. Okay, und es ist immer noch voll drauf. Der Tisch ist bedeckt mit Arkanen, Artefakten und Texten. Und reflektiert, also zeigt eine unheilige Präsenz in der Kirche. Ein Ort des Bösen und des Verderbens. Ja, dieser Bischof ist auf jeden Fall... Okay, hier sind genau dieselben Texte auf der anderen Seite. Dieser Bischof ist auf jeden Fall kein Mensch mehr. Er hat aber sein Schwert zurückgelassen, deswegen haben wir das. Das war der eine Pfadfinder hier. Den rüste ich jetzt auch mal aus, weil hier ist es eh hell genug. Und er hat im letzten Part haben wir ihn gesehen, dass er humpelt. Okay, jetzt stelle ich da mal die gefüllten Urnen drauf. Okay, die Urne ist auf dem richtigen Ort. Aber sie ist alleine nicht schwer genug, um diesen Schalter zu aktivieren. Wir wissen ja schon, dass diese Platte ein Schalter ist. Ich nehme an, wir brauchen alle drei Urnen. Das ist die zweite Urne. Und da ist die dritte Urne und damit geht die Tür auf. Sehr schön. Wir sehen auch hier wieder die Anordnung. Ne? Das eine war das Chaturga-Zeichen, das andere das Uliab und das Zeltoff-Zeichen. Auch hier wieder, dass eben jeweils eins dem anderen überlegen ist. Eine eiserne Platte ist dort mit den drei seltsamen Kreisen. Und genau, vorher. Dann folgen wir jetzt mal diesem Bischof. Ich glaube, ich speichere jetzt gleich mal. Weil ich denke, dass wir ihn töten werden müssen. Weil er, wie gesagt, er scheint ja böse zu sein und wir wissen ja nicht, wo der genau ist. Wir wissen nur, er ist hier durch die Tür gegangen. Ja, hier ist ein Gang.
zu einer weiteren Tür. Oder? Ja, zu einer weiteren Tür. Ich weiß auch nicht, wie lange wir noch Infinity spielen. Weil Infinity spielen wir jetzt recht lange schon, habe ich das Gefühl. Gehen wir mal rein. Ah, da steht er ja, der Bischof. Dein Video. You have come to return my book. Very well then. For your efforts, I promise a quick and merciful death. Okay, der Bischof ist eindeutig kein Mensch. Man hat ja gerade schön sein Gesicht gesehen. Sehr, also noch entstellter als bei uns. Was schwer mittlerweile ist, bei Infinity wirklich nicht mehr schön. Wir kamen also, um sein Buch zurückzubringen, und er verspricht uns dafür einen schnellen und gnädigen Tod. Das wird natürlich nicht passieren. Wir werden ihn erledigen. Wir haben jetzt auch zwei Chaturga-Zombies gesehen. Der kämpft also nicht alleine, ist also wie eine Art Bossgegner wahrscheinlich. Wir verlieren schon Verstand. Du willst mich angreifen, Bischof. Schön immer auf den Kopf. Okay, er ist nicht schnell. Da steht der erste Chaturga-Zombie auf. Ist genau. Gleich mal den Kopf abschlagen. Er zieht uns halt dauernd Verstand ab. Okay, jetzt ist er tot. Der zweite Chaturga-Zombie ist aufgestanden. Ich bin nicht schnell. Tschüss. Aber die schlagen sich ja gegenseitig, das wissen wir. Kurz ausweichen. Okay, der erste ist zu Boden gegangen. Dieser Zweihänder, ne? Ungeschlagen geil. Und der zweite auch. Finishen. Wir haben einiges an Verstand jetzt bei dem Bischof verloren. Aber jetzt ist der Verstand wieder voll. Ja, der wollte uns jetzt töten. Natürlich habe ich den jetzt angegriffen. Knapp drei Viertel Leben. Wir können hier was aufheben. Den Bischofsschlüssel. Ah ja, den brauchen wir für die Besuchertür. Das ist ein goldener, mit Edelsteinen verzierter Bischofsschlüssel. Er ist eine Form, die Form sieht aus wie das Zepter des Bischofs. Und das ist natürlich der Schlüssel für sein Zimmer. Ja, wir müssen immer noch Karl den Großen warnen. Ich fürchte aber, dass wir zu spät kommen, ehrlich gesagt, weil wir wissen durch Pius, dass der sterben soll. Und da jetzt der Bischof hier schon was Böses war, ich meine, er war nicht stark, aber er war böse, habe ich nicht das Gefühl, dass wir rechtzeitig kommen. Es gibt denn hier ein Schrein für einen Gott des alten Bösen, die verehrt wurden oder die auf der Erde waren, bevor die Menschheit entstand. Das sieht mir so ein bisschen satanisch aus, ne? Und hier ist auch dieses komische Geräusch wieder. Das Geräusch kennen wir. Haben wir hier? Ach so, eine Zeichnung. Dieses Geräusch kennen wir von, wenn Alex eine Chapter Page liest. Das ist aber nur in der Nähe des Altars. Ja, verschwinden wir lieber, bevor noch Schlimmeres passiert. Ich würde gerne nochmal speichern. Nur nochmal kurz. Ja, wird aufgenommen. Ich guck nur noch mal kurz. Na komm, so jetzt hat. Weil wir hatten gerade, ich weiß nicht, ob man es als Bosskampf bezeichnen kann, aber es war auf jeden Fall ein Kampf. So, wir öffnen. Und wir Oh scheiße, Anthony. Was hat das Crystal Meth aus dir gemacht? Ja, Anthony sieht kaum noch menschlich aus. Selbst wenn wir die Audienz bei Karl den Großen kriegen, ich glaube kaum, dass er uns noch empfangen wird. Ich meine, seht ihn euch an. Wenigstens die jetzige aus wie ein Zombie. Wo wir von Zombie sprechen. Da wäre ich doch noch einen. Ausweichen. Wenn wir von oben schlagen, dann haben wir auch kein Problem hier mit der. Dann haben wir auch kein Problem mit der Enge. Wir können nur nicht seitlich schlagen, das ist schwer zu groß. Wir haben immer noch nicht vollen Verstand. Ja, Anthony sieht echt beschissen aus. Also das kann man nicht mehr anders sagen. Er könnte Nosferatu sein. Noch mehr, wo kommen die denn jetzt alle her?
Ja, da zum Beispiel, die kamen gerade nicht durch. So, erledigt. Na, finishen. Nein, nein, nicht. Ich will den finishen. Warte, da war es gerade. Jetzt halt. Also Anthony sieht echt nicht mehr nach einem Menschen aus. Der könnte ein Nosferatu sein. Okay, ich glaube, wir müssen wieder nach oben. Wir haben jetzt den Bischofsschlüssel. Ich glaube, wir müssen jetzt zu seinem Superzimmer zurück. Also den ganzen Weg zurückgehen. Noch ein Video heute. Also hier. Was ist das denn? Bist du ein Gegner? Ein Skorpion haben wir gerade gesehen. Ich glaube, ich speichere gleich nochmal. Keine Ahnung, was das ist. Allerdings wäre das, wenn es ein Gegner ist, das erste Mal, dass wir so einen sehen. Das sah aus wie ein... Wir können nicht speichern. Das sah aus wie ein roter Skorpion. Kann werden die vorbei? Er leuchtet und macht komische Geräusche. Jetzt leuchtet er nicht mehr. Geh bloß weg. Ich habe ein Schwert, ich werde es benutzen. Wir können ihn nicht anvisieren. Der steht uns direkt im Weg, wir können den nicht anvisieren. Nein, er hat uns erwischt. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay, interessant. Wir wurden anscheinend teleportiert an einen anderen Ort. Die Trapper-Dimension führt in jede Richtung. Ist ein magischer Ort, an dem man aber keine Magie wirken kann und Menschen sind merkwürdigen Phänomenen ausgesetzt. Die Portale wechseln von Farbe zu Farbe, von Zeit zu Zeit und nur der Schnelle wird entkommen. Okay, wir sehen hier verschiedene Farben, grün, blau, rot und lila. Mit grün, blau, rot wird uns an die jeweiligen Orte teleportieren. Wir sehen hier auch einen Gegner, einen Chaturga-Zombie beim roten. Mit lila kämen wir zum anderen Ausgang. Man sollte bei dieser Körperdimension sagen, dass man bei der, wenn man jetzt auf grün, blau oder rot kommt, kann, da gibt es so Art Schreine, würde ich sie nennen. Das sind so Bodenplatten und da kann man sich wieder heilen und so. Das heißt, ich würde jetzt gerne ins Rote gehen. Da ist zwar ein Gegner, aber wir müssen nur aufpassen. Jetzt hat. Aber mit unserem Zweihänder ist der ja kein Problem. Ihr seht gleich, was ich meine. Erstmal den töten. Also wir können hier keine Magie benutzen. Das gibt es ja immer noch. Gehst du mal drauf? Dankeschön. Finishen. Natürlich sind diese Trapper-Dimensionen nicht ungefährlich, weil man sieht schon, sie sind mit Gegnern bevölkert. So, und jetzt werden wir hier weitergehen. Ist hier diese Bodenplatte, in dem Fall eine rote. Und hier werden wir unser Leben heilen. Mit dem Lila kommen wir dann zum Ausgang. Und das gibt es halt bei Grün und Blau auch. Aber wir haben gerade Leben am meisten gebraucht, deswegen Leben. Jetzt sind wir voll geheilt. Wir sind eigentlich ganz cool, diese Dimensionen hier. Und ja, die kleinen Skorpione nennen sich Trapper. Aber sie können halt auch sehr gefährlich sein. Okay, dann auf zum Ausgang. Raus die aus diesen komischen Dingen. Genau, jetzt sind wir wieder im Gang. Die Trapper sterben, nachdem sie einen teleportiert haben. Die sterben automatisch. Und jetzt speichere ich bitte. Danke. Das heißt, es sind so kleine Selbstmörder ein bisschen. Okay, auf zum nächsten Gang. Trapper haben keine Augen, aber sie hören sehr gut. Wenn wir an ihnen vorbeischleichen, dann gibt es keine Probleme. Ja, wir können auch schleichen, das haben wir noch nie verwendet. Okay, bei mir mit der X-Taste. Hier sind nämlich mindestens ein Trapper. Dann stören die uns nicht. Was manchmal sehr praktisch sein kann. Weiter schleichen. Hallo Zombies. Darf ich dir vorstellen, Zweihänder.
zweiter Zombie, dritter Zombie. Alle schön zerlegen. Alle schön finishen. Ganz fleißig. Die normalen Zombies stellen Anthony ja überhaupt keine Probleme mehr. Mythischer Türker-Zombie ist halt ein bisschen nerviger. Ja, und diese Trapper sind... Es sind nicht direkt Gegner. Ihr habt gesehen, ich konnte die nicht anvisieren. Sie sind halt nur Gegner. Weil sie teleportieren. Wir haben noch 5 Minuten. Ich würde noch gerne... Okay, hier nehme ich wieder die Fackel. Hier ist mir sehr dunkel. Sieht mir sehr dunkel aus. Ich laufe zwar ein bisschen. Ach, hier ist noch der Mönch. Vielleicht reden wir mit dem nochmal. Der Mönch wirkt nervös, als würde er erwarten, dass der dämonische Bischof jeden Moment zurückkommt. Ach so, und du wirkst nicht nervös, weil vor dir ein Typ steht, der aussieht wie ein Zombie? Auch interessant. Okay, weiter. Ich laufe jetzt, wie gesagt, mal ein bisschen. Weil ich meine, schaut euch Anthony an. Der ist echt... Oh nein, nicht schon wieder. Okay, spätestens jetzt ist Anthony kein Mensch mehr. Er hält sich auch die Hand vor die Augen, dass er das Licht nicht sieht. Und das ist übrigens gerade Laufen. Man sieht, Anthony läuft wie ein Zombie. Spätestens jetzt ist er kein Mensch mehr. Also zumindest nicht vom Aussehen. Da kommen wir nach oben, wo wir erst in die Gänge runterkamen. Ich nehme also wieder den Zweihänder. Auf nach oben. Wir müssen uns beeilen. Glaube ich. Wenn wir keine Großen noch warnen wollen, dann müssen wir uns beeilen. Und noch ein Video. Oh, oh, oh. Das Stampfen gefällt mir nicht. Das Stampfen gefällt mir gar nicht. Was zur Hölle bist du denn? Ein großer Gegner. Und er hat uns die Treppe blockiert. Okay. Hinlaufen und schön auf die Köpfe einschlagen. Ach du Scheiße, der zieht uns Leben ab. Wie kannst du sagen, wie der abziehen? Der zieht uns ja Leben ab. Oh, puh. Ja, wir haben ihm alle Köpfe abgeschlagen. Er ist tot. Der hat uns Leben abgezogen. Das war gerade nicht so easy, wie es aussah. Okay, wir haben den Ort wieder offen. Finish him. Lauter neue Gegner in diesem Part. Die Trapper, dann diese Viecher hier. Das nennt sich, glaube ich, Grauen. Und ist nicht so leicht, wie es jetzt gerade aussah. Oh, halt. Einen Ort will ich mir noch schnell anschauen. Den haben wir vorher nicht gesehen. Den hier nämlich. Okay, hier ist nichts. Weil da, den habe ich übersehen letztes Mal. Schnell nach unten laufen. Wie gesagt, wenn wir keine Großen noch warnen wollen, müssen wir uns beeilen. Noch mehr Zombies. Ihr steht mir im Weg, geht mir aus der Sonne. Erster Zombie tot, zweiter Zombie tot, dritter Zombie tot. Nein, der lebt sogar noch. Ihr haltet mich nicht auf. Alle drei schön finalisen, schön finishen. Wir haben jetzt noch 2 Minuten, aber ich möchte jetzt hier noch das schnell machen, weil hier sitzt das Bischofszimmer, Besucherzimmer. Aber wie gesagt, ich fürchte, wir können ihn nicht retten. Wegen dem toten Bischof. Wegen dem bösen Bischof und weil wir halt wie ein Zombie aussehen. Anthony, hast du dir gerade in die Hand gestochen? Ernsthaft jetzt? Ich glaube, Anthony hat sich gerade in die Hand gestochen. Das ist natürlich auch sehr gesund. Ach, wir haben noch 10 Minuten. Ja, okay, dann schaffen wir es sogar locker. Ja, wegen dem bösen Bischof und halt auch, weil Anthony wie ein Zombie aussieht. Wie gesagt, er hat sich gerade, glaube ich, in die Hand gestochen. Ich speichere lieber nochmal. Ja, so wie am Anfang, wie im Speicherbildschirm, siehst du nicht mehr aus, mein lieber Freund. Und dann gehen wir da mal rein. Wir haben ja den Schlüssel jetzt. Jetzt ist aufgesperrt. Mal sehen, was uns erwartet. Open Door. Ein weiteres Video natürlich. Wir konnten ihn nicht retten.
fool for trying to save him, Anthony. His fate was decided many centuries ago, as is the fate of this world. Despite your faith, there is little to save you from the power of Chaturk. Was zur... Okay, ich glaube, das Chapter ist complete. Wir konnten Karl den Großen nicht retten, er war schon tot. Noch ein neues Vieh, Chapter complete. Ja, das waren dieselben, die uns ja die Botschaft gegeben haben. Wir sind wieder Alex. Und ja, wir sind wieder im Besucher, wieder im Studienzimmer. Wir sind immer im Studienzimmer, nachdem wir ein Chapter lesen, sollte man dazu sagen. Ich schätze mal, Anthony ist auch nicht gestorben. Also durch den Fluch vielleicht, aber er ist ja ein Untoter scheinbar geworden. Anthony ist übrigens auch der Einzige, der nicht sterben kann in einem Chapter. Andere können ja alle sterben. Anthony nicht. Weil wenn er null Life hat, wird er von dem Fluch wiederbelebt. Okay, wir können jetzt auch mit hier mit Alex Magie benutzen. Das heißt, ich werde gleich mal sie benutzen, um den Second Floor zu reparieren. So, wir haben natürlich wieder ein bisschen Verstand verloren. Wir können halt unseren Verstand noch nicht regenerieren. Irgendwas hier anders? Nein, wir waren jetzt schon an verschiedenen Orten. Ne? Wir waren hier bei dem Tempel. Und wir waren, ich glaube, hier. Bei dieser gotischen Kathedrale. Ich glaube, das war diese Kirche mit Anthony jetzt. Okay, hier scheint sich auch nichts verändert zu haben. Dann verlassen wir mal das Arbeitszimmer wieder. Jetzt können wir, glaube ich, ins Obergeschoss, weil wir haben ja den Schlüssel repariert. Wo kam das Klopfen jetzt her? Rein, wenn's kein böses Monster ist, sonst wird's mit meinem Gladius gleich mal geköpft. Ich glaube, das war auch eine Halu, das Klopfen. Ja, wie gesagt, auch Alex hat natürlich Halluzinationen. Wir könnten jetzt nach oben gehen, wir haben den Schlüssel repariert, aber ich würde gerne erst noch ins Untergeschoss was machen. Das zeige ich euch gleich, jetzt sind wir wieder draußen. Jetzt gucke ich mal kurz an die Tür. Nicht, dass da wirklich jemand draußen an der Tür steht. Nee, wir können nicht rausgehen. Den Text haben wir schon mal gelesen. Also wohl eine Halluzination. Krass, jetzt fängt das Klopfen hier an. Ist ja gar nicht so toll. Okay, was ich kurz versuchen will, wir haben ja beim letzten Part... War das beim letzten Part? Nee, beim vorletzten. Bevor wir mit Anthony angefangen haben, haben wir hier dieses Schloss gesehen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Klopfer. Ich bin ja gleich da. Dieses Schloss hier gesehen und wir konnten damals nichts machen, weil wir das Schwert nicht verzaubern konnten. Aber jetzt können wir ja Magie benutzen. Deswegen will ich mal kurz was probieren. Ich verzauber mal unser Schwert. Das ist jetzt ein verzauberter Gegenstand. Und werd mal schauen, ob man den hier usen kann. Ja, könnte man, aber es passt immer noch nicht. Okay, dann brauchen wir die andere Magie. Wahrscheinlich, weil das hier das Chaturga-Zeichen ist und wir wissen ja, grün ist, also darauf ist Chaturga unterlegen. Okay, ja, dann müssen wir ins Obergeschoss. Ich wollte es nur kurz ausprobieren, ob das geht. Dann probieren wir, ob der Schlüssel diesmal funktioniert. Ich meine, wir haben ja jetzt... Ja, jetzt leuchtet unser Schwert, das ist völlig normal. Gilt natürlich nicht dauerhaft. Jetzt lass doch mal das Klopfen ernsthaft. Das macht doch nervös, wenn man dauernd klopft. Das ist unhöflich, ja? Klinge lieber an der Tür. So. Das muss mal gesagt werden. Second Floor Key usen. Ah, jetzt haben wir aufgesperrt. Ja gut, dann schauen wir mal hier ins Obergeschoss. Hier waren wir noch nie. Wir haben noch 6 Minuten. Was haben wir denn hier? Ein Bild, eine Landschaft. Eine schöne Zeichnung von einer Berglandschaft. Anscheinend ist das ein Ölgemälde. Zeit hat natürlich ihren Einfluss gemacht auf dieses Bild.
Weil es hat ein paar Kratzer und es ist ein bisschen schmutzig, aber es ist immer noch schön. Okay. Nein, nicht das Bild. Wieso folgt uns der Kopf? Wieso hat Edward überhaupt sowas in seinem Haus stehen? Okay, Alex dreht langsam durch. Ein folgender Kopf ist nicht so wahnsinnig normal. Wir können aber mit dem nichts machen, wenn wir ihn angreifen. Dieser Kopf. Ob mich zu verfolgen? Nein, wir können mit dem nichts machen. Okay. Do as you think. Der Kopf folgt uns eindeutig. Der folgt ihrer Bewegung. Das verstört mich gerade. Gucken wir hier mal rein. Was haben wir denn hier? Hier sieht es mir nach Schlafzimmer aus. 38er Revolver-Munition. Interessant. Hier ein Bild wieder. Aber die Munition bringt uns natürlich nicht so eine Waffe. Haben wir hier noch ein Bild? Alex befragt die Anwesenheit dieses Landstriches, weil es irgendwie merkwürdig wirkt. Irgendwie morbide. Könnte es einen einzigen Hoffnungsschimmer geben gegen diesen gegen diese andauernde Dunkelheit? Okay, also sie befragt nicht das Bild, sondern sie ist eher, sie will halt, weil es so ein friedlicher Landstrich ist, wird sie eher selber verzweifelt. Der Alex wird langsam wahnsinnig, habe ich das Gefühl. Hier haben wir eine Kommode. Wir haben ja einen Kommodenschlüssel, aber auch hier gibt es ein Symbol, ein magisches Symbol, statt einem Schloss. Okay, ich glaube, hier brauchen wir einen anderen Zauber. Oder ich probiere es mal, können wir hier nicht benutzen. Und untersucht die Kommode, um es zu öffnen. Aber sie kann kein Schloss finden. Okay, wir können also damit nichts machen. Jede Menge Bilder hat er hier. Okay, was haben wir hier? Ein Badezimmer mit einem leuchtenden Gegenstand. Hier gehe ich erst später hin. Ich habe das Gefühl, dass das Badezimmer wichtig ist, weil da war auf jeden Fall was Leuchtendes drin. Ich will mich erstmal hier oben umschauen, deswegen gehe ich da nicht sofort hin. Ja, der verfolgende Kopf, den kennen wir jetzt schon. Hier sind auch noch Zimmer. Hier ist auch noch ein Bild. Mit nichts. Okay, hier war nochmal ein Vorfahre. Hier ist auch nochmal ein normales Bild. Boah, diese Visionen verstören mich ohne Ende. Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch ein Besucherzimmer oder ein Gästezimmer. Ein staubiges Aroma hängt in der Luft und feiner Staub hat sich hier in jeder Ecke angesetzt. Es scheint so, dass der Raum lange nicht mehr in Benutzung war, ähnlich wie ein Museum. Da sehe ich doch auch was liegen. Nochmal Revolvermunition. Aber die bringt uns ja nichts ohne Waffe. Hier nochmal ein Bild. Und hier ist eine Flagge. Können wir hier in dem Schrank was machen? Nee. Okay, interessant. Ein leerstehendes Zimmer. Gehen wir wieder nach draußen. Wie gesagt, das Bad habe ich jetzt nicht vergessen. Hallo Geist. Und der Geist geht durch die Wand. Ja, das ist bestimmt völlig normal, dass Geister hier durch Wände gehen. Das passiert in jedem großen Haus so. Ich glaube, jetzt ist Zeit zu speichern. 20 Schuss. Haben wir mal. Eine Kiste, eine Box von 38er Revolver-Munition. Okay. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Speichern, weil ich glaube, jetzt haben wir auch gleich Part rum. Genau, jetzt haben wir gleich Part rum. Und morgen sehen wir uns dann hier weiter im Obergeschoss um.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, krass mit Alex die Visionen. Ein Geist, mehreres Klopfen, ein Kopf, der uns verfolgt. Man merkt schon, das zerrt langsam an ihr. Bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt und wie wir dann weiterkommen. Also wir haben ins Badezimmer müssen wir nochmal, da haben wir auf jeden Fall ein Blatt Papier gesehen, was beleuchtet hat. Ich wollte halt nur davor die anderen Räume mir anschauen, deswegen habe ich es nicht gleich genommen. Aber das gucken wir uns morgen auf alle Fälle an. Okay, wir sehen uns dann wieder. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.